du jetzt auf der PlayStation auch hier eine Werbung. Halt einen Bonus von 1,2 Millionen. Zusätzlich bis 24. November. Also noch Schachkarten kaufen und 1,2 Millionen mehr kassieren. Bis 24. November. Erhalte einen Bonus von 1.250.000 zusätzlich. Also der, was ja eine 8 Millionen Karten kauft, der kann sich freuen auf fast 9 Millionen. Hier wird noch einmal hingewiesen auf die Schlechtermaste, Schlachtermaske in Red Dead Redemption Online. Bis 12. September. Neue Spieler halten ihre Maske auch, wenn sie einen Red. Also bis 12. September ist diese noch zu erhalten. Ja, diese Woche dreifach Motor Wars. Hier wird schon Werbung gemacht. Also Motor Wars, dreifache Belohnung. Doppelte Belohnung in hartes Target. Also zweimal RB und zweimal GTA und also Showdown in Powerplay. Ja, und die berühmt-berüchtigten Konkurrenzkämpfe, also sind sie mit auch und die VIP und CEO. Und bedauerlicherweise gibt es heute nur ein Benefactor Krieger als Podium Auto. Und wieder Powerplay da, man sieht das Powerplay hier. Powerplay. Powerplay, also tubeglade Auseinandersetzung zwischen zwei Teams. Schnapp dir Power-Ups und Affen, um das Blatt zu deinen Gunsten zu wenden. Gut, da verdient man heute halt wieder ein bisschen mehr. Wie gesagt, dreimal RP, dreimal Geld. Ja. Maximal, wie gesagt, vier Spieler bei den vier Spielern, also 4 bis 28 Spielern. Das heißt also, du hast vier Teams, also da musst du in sieben verschiedenen Gegenden, also wirst du von einem Fallschirm abspringen, brauchst du also, wie gesagt, vier Spieler. Wie gesagt, bei Powerplay hast du eben 2 bis 8 Spielern. Also da, wie gesagt, ich habe das noch nie gespielt, aber wie gesagt, schaut ganz lässig aus. Hast du zweimal, also von 2 bis 12 Spielern, ja, da ist 2 bis 12 Spielern, ja, und hast du eben, wie gesagt, zweimal RP und zweimal Geld. Was, da kann man diese Woche nicht viel, nur in Oppressor. Ja, in Oppressor haben wir hier. Ja, und da müsst ihr wieder was erfüllen. Ja, bevor es am günstiger wieder kriegt. So ist die CO-Aufträge eben. Der Pegasi Toros ist in Aktion um 323. Der Pegasi Deterrect ist in Aktion um fast 1 Million billiger jetzt. Ja, also fast 1 Million billiger, 2,8 kostet normal und 1,8 kostet jetzt, also fast um 1 Million billiger, also der Pegasi Deterrect. Dann der Pegasi Torero, ja, ist ebenfalls in Action. Der Pegasi Infernus Classic, Action. Der Pegasi Tempesta, Action. Das, was ich mir eins gesagt habe, das Magnum Auto, ja, das Magnum Auto ist in Action. Ja, in Action. Ja. Der Pegasi Reaper, Action. Ja, in Action. Ja. Der Pegasi Osiris Action.
Action. Der Pegasus Centauro Action. Ja. Action. Ah, der Pegasus Monroe in Action. Der Pegasus Waka in Action. Ja. In Action. Ah, der Infernus. Infernus, ja. Und das war's dann schon. Gut, Leute. Also, alle Pegasus in Action. Ah ja, die Pegasus, also wie gesagt, alle Pegasus-Sachen, Fahrzeuge, kein Kalendereintrag, sind in Action. 97, 9.750 statt 15.000. Und die Pegasus Party an und für sich schnellste Moped. Ja, ist auch in Action, also beide kosten gleich viel, 9.750, also in Action. Die Büros sind in Action. Die Büros sind in Action und die Renovierungen sind in Action und die Design. Sind in Action. Der Benefit Krieger also würde normalerweise kostet normalerweise 2.875.000. Die zwar nicht gewinnen wollen, aber gleich kaufen wollen, wie gesagt. 3 Millionen, knappe 3. Spezialfracht ist diese Woche auch wieder. Und da könnt ihr euch wieder Lagerhäuser kaufen. Ja. Die werden wahrscheinlich auch vergünstigt sein. Jawohl. Also Lagerhäuser sind diese Woche auch in Action. In Action. Ja, in Action. Ja, es ist halt jetzt bei den Lagerhäusern seine Sache. Seine Sache. Ja. Verdienen tut es halt da halt ein bisschen mehr. Also, man verdienen. Tut es da mit den 111er mehr und mit den 42er. Ja. Und die 42er. Ja. Ja, das heißt also, die großen waren, also die großen waren diese hier. Das sind die 111er. Da verdient es halt. Die mittleren ebenfalls. Ja, die. Die mittleren sind die 42er. Und dann gebe ich es die kleinen. Ah, da kann ich mir noch eins kaufen. Das sind die 16er. Die 16er könnt ihr ohne weiteres allein machen. Aber ihr könnt eh noch 5 nehmen. 2, 4, 5, die 6 geht eh nicht mehr aus. Die könnt ihr durchaus allein machen. Ja. Das habt ihr in 2 Stunden, 3 Stunden fertig. Ja, jetzt kommt es drauf an. Bei den mittleren und bei den großen ist dann schon ein bisschen komplizierter. Ja. Oder vor allem bei den großen. Ja. Bei den großen, bei den 111er. Klar, habt ihr da mehr Kohle. Macht ihr da mehr Kohle. Na, na, na. Schnappt euch einen Kumpel, der soll euch helfen. Ja. Weil wenn ihr da wirklich einmal eine Besorgung machen müsst, es habt ihr nicht immer, es habt ihr meistens dann 3 Kisten und irgendwann einmal fängt an, da Zeit zum Rennen. Oder er meldet sich der Assistent oder die Assistentin. Du sollst Gas geben. Ja, und dann fängt da unten eine Zeit an zum Rennen. Ja, das heißt,
Du hast nur mehr angenommen, was weiß ich, 5 Minuten Zeit. Ja, bei 3 Kisten. Ja. Ja, also wenn du da die Kisten zum Beispiel hast und da musst du irgendwo da, weiß ich nicht, da mal runter, ja, 3 Kisten holen. Aber du musst damit rechnen, du hast Gegner auch. Du hast zwar nicht immer Gegner, aber du hast Gegner. Ja, oder du kannst auch da rauf mal, ja, musst einmal da rauf, ja. Also das heißt nicht, du musst alles nach Los Santos, du kannst nach Paleta Pe genauso auch. Ja, also schließe das nicht aus. Ja. Ja, mittlere muss testen, das weiß ich nicht, ob sie es allein schaffst. Ich ganz ehrlich gesagt habe die Große noch nie allein geschafft. Gebe ehrlich zu, warum sie es nicht zugeben. Ja, Kumpel nehmen, sagen, hörst, hast du am Samstag Zeit, ein Stündchen oder 2 Stündchen. Ja, Ramakisten, Lagerhaus, voll, auch, hast circa. Kommt drauf an, was du hast. Jetzt durch den Doppelbonus und Doppelgeld, ja, hast circa, naja, statt 2 Millionen, 4 Millionen. Ja. Er hat auch noch was als Mitarbeiter. Naja, wenn er vielleicht Vizepräsident ist, wenn du ihn aufstufst als Vizepräsident, dann ist das Wochenende sowieso schon gerettet. Ja, also da kriegt er ja pausenlos nur die 10.000 oder 20.000 da. Und für nichts und wieder nichts. Ja, also, wenn er das nicht macht, dann ist er ein Arschloch. Ja. Der Haberer, ja, dann ist das größte Arschloch, ja, da verdienst du was, da kannst du sagen, okay, da verdiene ich, macht's das in einer Freundschaftssitzung von mir raus, ja, in einer, weil Besorgungen könnt sowieso in einer Freundschaftssitzung machen, da stört euch keiner, da eliminiert euch keiner, ja, verkaufen müsst ihr halt da leider in einer öffentlichen. Oder schaut, dass er in einer La-Satz oder tat den Trick einsetzen. Ja. Das ist halt für mich super, die Wochen. Ja. Da kann ich zum Beispiel am Samstag mich hinsetzen und ich kann mir meine Lagerhäuser geschmeidig, geschmackig einmal, sagst du, da medizinische Vorräte, ja. Kannst Kisten 18.000, 8.000, 2.000, ne? Ne? Ja. Und da hab ich noch was drin. Hab ich gar nicht gewusst. Okay. Ne? 112, da hab ich noch 8 Kisten drin. Okay. Ich glaube, ich habe alle ausgeräumt. Na, da können wir gleich hinfahren. Da können wir gleich mal das, können wir sich das gleich mal anschauen, nicht? Ich meine, können wir sich das gleich mal anschauen? Da, das, die Kisten, da, das Lagerhaus, da können wir sich gleich mal anschauen. Dann seht ihr gleich mal, was er wert, das Ganze ist. Gesamter Dienst, ja. Ja, also da habe ich gar nicht gewusst, dass ich noch was drin habe. Okay, derzeitiger Wert wäre 112, aber das müssen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Ja, das war so 16er. Das ist die kleinere. Okay. Und das würde ich jetzt verkaufen. Ja, der 16er, 112, 52 oder 22. Ne? Da könnt ihr euch dann entscheiden. Eben mit 8 Kisten. Ne? 4 Kisten oder 2 Kisten. Gesamtverdienst habe ich da 1.997.000. Und jetzt, das könnte ich halt jetzt verkaufen. Aber nur mit der 16er verdient halt nicht viel. Auch nur ein bisschen was halt. Ja. Verdient also nicht wirklich was. Gerade das, was halt dann eine investiert hast. Wahrscheinlich. Ja. Also was. Rechnest du jetzt 18
Oder wie im Büro das gesehen hast, ne? Zwei Kisten, ne? Vier Kisten und sechs und mit dem Wert von 18.000, ja. Das heißt, 18.000 oder 18.000 mal 16 sind das in etwa 300 bis 400, 500.000, was du rein investiert hast. Und dadurch, dass es diese Woche doppelt RP, doppelt Geld gibt, oder doppelt Geld zumindest, siehst du, hast du das eh, wenn die da zum Beispiel wieder voll, nicht? Das ist jetzt 112 mal 2, kannst rechnen, hast du allein schon. Mit dem Logo hast du es eigentlich eh schon wieder erinnern. Ja. Nein. Allein. Nein. Gut. Wie gesagt. Ich melde mich gleich wieder an, weil. Weißt du, wir sind nicht allein. Und ja, fühlt sich die Logo heiß an. Nur schaut halt da, wie gesagt, noch einmal. Vielleicht erwischt es eine Lobe, wo keine Depperten sind, wo es nicht gleich sie alle gegenseitig umbringen. Das dürfte eher eine ruhige Lobe sein. Ja. Das dürfte eher eine ruhige Lobe sein. Ja. Dann hartes Target. Powerplay als Alternative. Ja, wie gesagt, sucht sich eine Loppe, wo so ziemlich ruhig ist wie jetzt da. Ja, weil das ist wirklich ziemlich ruhig. Da bringt sich wirklich keiner gegenseitig um. Weil es kommt wirklich sehr selten vor, dass der Loppe erwischt. Ja. Aber. Ja, bis auf die Lagerhäuser top. Ja. Und ja, jetzt werde ich hier das Video beenden. Livestream vielleicht, wenn ich die Lagerhäuser am Samstag anräume, beziehungsweise verkaufe. Ja. Gut, auf dieser Stelle möchte ich auch noch auf mein Gewinnspiel hinweisen. Ja. Die restlichen Fragen kommen auch noch, dann habt ihr 4 Tage Zeit zu, oder 5 Tage bis ausschließlich nächste Woche, Freitag, Samstag. Samstag kommen die letzten Fragen oder Freitag und dann habt ihr über eine Woche Zeit, diese 20 Fragen zu beantworten. Bitte genau beantworten, jedes Detail kann wichtig sein. Jedes Detail kann wichtig sein. Ja, keine halben Sachen. Und dann kommt es zur Masterfrage. Eine Masterfrage ist ganz einfach. Bis eben die 20 Fragen habt ihr mal 50 Euro gewonnen. 50 und wenn er die Masterfrage noch beantwortet hat, 100 gewonnen. Naja, Leute, ich meine, Bilus Dame ist schon. Ich meine, euren Arsch bewegen und euer Gehirn zählen. Nicht? Ich meine, ich meine, so leicht mag ich es euch das mal nicht. Ja. Bis jetzt habe ich noch geschmeidige Fragen gehabt, aber jetzt kommen dann demnächst übergeschmeidige Fragen. Ja. Da wird sich anscheißen. Ah, da habe ich wirklich geschaut, dass ich. Aber wurscht. Egal. Wie gesagt, 20 müssen richtig sein. Dann kommt die Masterfrage. Auf die kennt sich dann. Da wird sich auch scheißen. Na, Spaß ohne jetzt. Wie gesagt, bis 6. habt's Zeit. 7. ist Verlosung, Ermittlung. Und wie gesagt, dann kommt die Masterfrage. Gut, okay. Tja, Livestream, wie gesagt, Samstag, wann, weiß ich noch nicht. Gut. Schönen Freitag. Gut, grüß euch. Ciao.